haben. Wenn wir heute, fragt ein gewisser Journalist, ja, der heißt Simon Strauss, wenn wir heute 2 Jahre nach Putins Überfall auf die Ukraine auf den Krieg schauen, müssen wir nicht feststellen, dass die EU als Vermittler versagt hat? Das wird auch unser Thema sein. Wenngleich, muss ich sagen, ziemlich oberflächlich, weil das behandelt worden ist schon früher von mir. Deshalb werde ich dazu heute im Zusammenhang dieses Interviews vielleicht etwas sagen, damit es deutlicher wird, zu welchen Ergebnissen ich gekommen bin hinsichtlich der Vermittlung des Friedens durch die EU im Konflikt oder im Krieg von Russland und der Ukraine. Und also hat die EU versagt? Juncker antwortet: Erstens, wer versucht nach dem, was wir jetzt wissen, Putin in subtile Vermittlungsgespräche einzubinden, der wird scheitern. Es hat ja das Minsker Abkommen gegeben. Da stand das Wesentliche drin, was von der Ukraine und auch von Russland zu beachten gewesen wäre. Diese Vereinbarungen wurden vornehmlich von Russland nicht beachtet. Das heißt, dieser Vermittlungsversuch der Europäischen Union, damals angeführt von Angela Merkel und François Hollande, ist nicht gescheitert. Gescheitert ist die Zuverlässigkeit auf Seiten Moskaus. Hat die EU versagt als Vermittler? Und er sagt nein. Juncker sagt, dass die Europäische Union ein Abkommen, tragfähiges Abkommen, verhandelt hat. Wenn er das sagt, würde ich als Journalist fragen, finden Sie, dass es in Ordnung war, die Ukraine in die Lage zu bringen, zu verhandeln darüber, was ihr gestohlen worden ist. Und das hat die Europäische Union gemacht. Ungeachtet dessen, dass es Tschetschenienkrieg gegeben hat, Georgienkrieg gegeben hat, den russländischen Überfall auf die Ukraine gegeben hat, öffnete die Europäische Union das Feld der Verhandlungen mit einem Schurkenstaat. Und das ist eigentlich die zentrale Frage, das zentrale Problem der Verhandlungen der Europäischen Union, dass man die Lage auf Kosten der Ukraine und der Ukraine verharmlost hat und glauben wollte, dass man das durch Verhandlungen lösen kann. Das war mein Kommentar, ein bisschen ausführlich zu dieser Passage. Bitte. Kurze Frage, und zwar, ja, wenn man sich das Minsk-1 und Minsk-2-Abkommen anschaut, basiert es ja ziemlich viel darauf, dass die OSZE als Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eben das Ganze beobachtet, also den Rückbau der Stellungen etc., dass die Russen abziehen. Ist eigentlich dadurch, dass die Minsker Abkommen eigentlich mehr oder weniger gescheitert sind, auch ein bisschen ein Versagen der OSZE? Die OSZE zählt nicht, würde ich sagen. Also die OSZE zählt nicht bei der, bei, sagen wir, bei, in Beobachtung der Schurkenstaaten. Das geht einfach nicht. Leute, die mit im Rahmen der OSZE, übrigens auch eine Angehörige unserer Universität, zu Donbass gefahren sind, wurden nicht einmal entführt. Von Separatisten. Hinter Separatisten stand Russland, das in Minsk sagte, wir haben mit Separatisten nichts zu tun. Und, ja, was kann da die OSZE machen in dieser Situation? Also ich würde nicht sagen, dass die OSZE versagt hat. Sie wurde auf eine Todesmission oder so etwas geschickt, um zu zeigen, dass das seriöse Verhandlungen unter seriösen Partnern sind. Ja, das ist, also das ist jetzt meine Meinung.
Verantwortung tragen die von Juncker genannten Politiker, die nicht darauf auf russische Angriff damit reagieren wollten, womit sie 2022 reagiert haben. Das ist die Verantwortung. Ja, das ist und sich dagegen mehrfach aussprachen, die Ukraine militärisch zu stärken. Also das war ein Tabu für die Europäische Union, der Ukraine militärische Hilfe zu leisten. Das machten die Amerikaner und die Engländer. Auch die Osteuropäer in der Union haben versagt hier. Vollkommen. Ja, das ist, damit ist übrigens das Problem der Führung der Union angesprochen, auf das ich in der Vorlesung auch eingehen werde. Die Union kann nicht handeln. Die Union vertritt nicht unbedingt europäische Interessen in ihrem im Krieg um die Ukraine. Dann kommen wir noch weiter. Sollte, und jetzt, das ist eigentlich ein guter Übergang zu diesem Thema der Führung der Union. Sollte die EU mit Blick auf die Ukraine eher den defensiven Scholz-Kurs oder den offensiven Macron-Kurs fahren, ist die Frage. Sie wissen, worauf dieser Konflikt oder diese vermeintlich zurückgeht. Er antwortet, Juncker, es wäre der EU zu raten, ihre Mitglieder zu bitten, nicht mit öffentlichen Vorschlägen vorzupreschen, die nicht mit den anderen Parteien in der Europäischen Union abgesprochen sind. Sie verstehen, worum es geht? Weil Macron gesagt hat, ja, und man solle überlegen, Truppen zu schicken. Wer dies dennoch tut, der macht sich schuldig, ob bewusst oder unbewusst, das spielt von Putin mitzuspielen. Ich bin der Auffassung, dass man in einem so zugespitzten Konflikt nie sagen sollte, was man nicht tut, weil das Geschäft des Gegners, in diesem Fall Putins vereinfacht. Ich bin aber auch dagegen, dass man europäische Soldaten in die Ukraine schickt. Dies würde einen Schaden provozieren, der lange anhalten könnte. Wir sollten unseren Kindern und Kindeskindern nicht zumuten, dass sie in einer kalten Kriegsatmosphäre aufwachsen, die sich immer stärker erhitzen würde. Also erstens spricht er die Differenzen zwischen Scholz und Macron an. Wenn wir annehmen, dass Deutschland und Frankreich die EU anführen, es ist tatsächlich verantwortungslos. Ich bin aber auch dagegen, sagte, dass man europäische Soldaten in die Ukraine schickt. Und die Begründung dafür, weil wir ihnen nicht zumuten können, dass sie im Klima des Kalten Krieges aufwachsen. Ja? Das bedeutet, wir können den ukrainischen Studenten zumuten, dass sie einberufen werden und sterben. Aber unseren Studenten dürfen wir dieses Klima nicht zumuten. Das Leben von bestimmten Menschen wird mit anderen Maßstäben gemessen als das eigene Leben. Ja, also, und nochmals, das ist kein moralisches Urteil, das ist die Feststellung der Tatsachen, die auf Papier gedruckt wird. Mit Blick auf die militärstrategisch bedeutende werdende Stellung des Baltikum und Polens. Verschiebt sich das Zentrum Europas gerade nach Osten? Nein, antwortet Juncker, es haben sich die Herausforderungen verschoben, von denen die Europäische Union steht. Die größte Bedrohung für die Stabilität unseres Bündnisses, er meint damit die EU, kommt aus Moskau. Insofern sind die direkten Nachbarn Russlands stärker betroffen als etwa die Portugiesen oder Malteser. Insofern verschiebt sich nicht das Gewicht der Europäischen Union nach Osten, sondern es hat sich die Problemlage verschoben und auf diese Lage reagieren wir, weil wir unsere ost- und mitteleuropäischen Freunde nicht im Regen stehen lassen. Das heißt, 2022 ist eine neue Lage entstanden
Und die Lage ist so, dass die Mitteleuropäer, also jetzt geografisch betrachtet, also die östliche Flanke sozusagen der Europäischen Union, Sicherheitsprobleme bekommen hat. Äußerst fragwürdig, zumal Juncker selbst feststellt, und das werde ich noch zitieren, dass die Mitteleuropäer jahrelang gewarnt haben vor dieser Politik. Die Sicherheitslage war seit zumindest 2 Jahrzehnten, so wie sie heute ist, nur weniger intensiv und mit Todesopfern außerhalb von, also weiter von der Europäischen Union entfernt. Aber selbstverständlich verschiebt sich das Gewicht der EU, aber Polen wird zum zentralen militärischen sozusagen Pfeile der Europäischen Union. Und irgendwie will er das nicht erkennen. Und hier, Juncker ist ein westeuropäischer Politiker, ist mit diesem Nicht-Erkennen wollen oder können, offenbart sich auch die tiefe Spaltung der Europäischen Union, mit der wir jetzt infolge dieses Krieges konfrontiert sind. Dazu ein Zitat von Juncker. Es ist eine Konstante der amerikanischen Außenpolitik, dass sie sich über das Engagement der Europäer in Sachen eigene Verteidigung beschweren. Ich habe schon 2015 sehr engagiert für die Schaffung einer europäischen Armee plädiert. Damals wurde ich dafür beschimpft. Jetzt stellt sich heraus, dass diese Vorstellung nicht so abwegig war. Im Übrigen fühle ich mich überhaupt nicht wohl in meinen Schuhen, weil ich mit zu denen gehörte, die von der Friedenseröffnung, die sich im Laufe der 90er Jahre in Europa ausgebreitet hat, überzeugt waren. Putin hat das unter dem Applaus aller Fraktionen im Bundestag 2001 auch in Aussicht gestellt. In diesem Jahr ist übrigens die tschetschenische Hauptstadt Grosny platt gemacht worden, regelrecht, mit einigen zigtausend umgebrachten Zivilisten, sodass ich wirklich der Auffassung war, der Kalte Krieg sei vorbei. Ist schon ehrlich zu sagen, nicht wahr? Wenn Tschetschenien platt gemacht wird, zählt nur, dass wir keinen Kalten Krieg mehr haben. Ich war hoffnungslos, dass wir in eine glänzende Zukunft gehen würden. Deshalb habe ich mir die Alarmsignale, die vor allem aus Mitteleuropa kamen, nie wirklich zu Herzen genommen. Und das ist schon sehr ehrlich. Ja, das würde ich mir in Deutschland auch wünschen. Diese Ehrlichkeit. Es lag außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass Moskau militärisch in Mitteleuropa agieren würde. Das mache ich mir zum Vorwurf. Ich war naiv. Die Mitteleuropäer hatten recht. Und das widerspricht, wie gesagt, ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern ganz dem, was er zuvor gesagt hat, dass die Verhandlungen 2014-15 eigentlich gutes Ergebnis brachten. Ja, weil aus der heutigen Perspektive sieht er, dass die Lage schon vor 2014-15 verfahren war und dass die Warnungen, die richtigen Warnungen ignoriert worden sind. Er sagt, ich glaube, dass Osteuropa nach den Vorgängen in der Ukraine, für Osteuropa nach den Vorgängen in der Ukraine eine neue Sensibilität für das Menschheitsthema Krieg und Frieden entsteht. Im Übrigen denke ich, dass wir, um das im direkten Deutsch zu sagen, zu lahmarschig geworden sind, weil wir uns ungenügend für die Befindlichkeiten außerhalb unseres eigenen Landes interessieren. Ja. Er meinte wahrscheinlich Luxemburg. Was wissen wir Deutsche und Luxemburger über die Litauer? Was wissen wir über die Schweden?
Wir lieben uns nicht genug in Europa, um uns so füreinander zu interessieren, wie wir es tun müssten, um aus diesem Reichtum Europas, der sich aus den verschiedenen Quellen speist, eine Kraft zu machen, die den Kontinent eint. Also, wir wollen versuchen, auch durch das Wissen über Osteuropa hier die Liebe untereinander, unter den Europäern zu stärken.